Second Life hat ja sowas von der Stammkneipe. Und ich hatte da zum Beispiel in meiner ganz aktiven Zeit, wenn ich 2 Tage nicht online war, dann hat mich so eine Frau aus Berlin angerufen, ob alles klar war, ob ich nicht die Treppe runtergefallen bin. Ne? Da könnte jetzt einer sagen, oh Gott, ich bin überwacht. Aber das ist ja auch total nett. Ja, mein Name ist Neus Papp. In meiner Musik versuche ich halt so Industrial-Elemente einzubauen und teilweise habe ich aber auch orientalische Melodiebögen. Also am Anfang habe ich mir eine Bühne selber gebaut. Das war eine Unterwasserbühne, weil ich ganz viele auch so Ambient-Sachen gemacht habe zu der Zeit. Und dann fand ich einfach passend, weil dann alles abgedunkelt war. Ich habe ganz viele akustische Instrumente, meine Oboe, dann Oboe d'Amore und Englisch Horn. Und auch ganz viele elektronische, weil ich sehr früh mit Computern angefangen habe. In Second Life habe ich auch mit Instrumenten experimentiert. Ich habe zum Beispiel mal eine Comic-Installation gebaut. Oder ich habe eine Beatbox gebaut. Da konnte man die Wände als Schalter benutzen und durch die Position des Avatars konnte man sich seinen eigenen Surround-Mix machen. Ja, und dann habe ich natürlich noch die singende Katze. Das ist sozusagen der Avatar von meinem Avatar. Die Idee zu der Katze, ich habe ein neues Pub-Solo gespielt und dann sagte irgendeiner von denen, die da im Konzert waren, das hört sich ja an wie eine heulende Katze. Dann habe ich nur gedacht, wow, weil eigentlich habe ich auch immer den Anspruch in meinen elektronischen Sachen, dass das irgendwie lebt. Das ist für mich eher ein Kompliment als eine Beleidigung. Hi everybody, my name is Neus Papp. I'm happy to be here and I would be interested, where do you come from? Please write it in the chat. Ich finde bemerkenswert, dass man eben Fans dann auf der ganzen Welt auch hat. Wenn ich da gucke, wo kommen die her? Deutschland ist nie größtes Land. Ja? Ich habe zum Beispiel so einen japanischen Fan, die teilweise sonntags morgens um 6 Uhr aufstehen muss, wenn die jetzt ein samstagsabends Konzert von mir mithören wollte, weil die eben 8 Stunden vor meiner Zeit ist. Seit einem Jahr habe ich dann jetzt auch den Sprung ins ganz kalte Wasser getan und habe mich mit modularen Synthes beschäftigt. Also man kann sich sozusagen seinen eigenen Synthesizer zusammenbauen. Und am nächsten Tag macht man die Sachen an und dann klingt alles völlig anders, weil das eben noch nicht warm ist. Und man kann keine Presets abspeichern damit, weil es einfach nicht geht. Ja? Und ich glaube, dass das der Reiz auch ist. So, du bist ja nicht nur in Second Life aktiv, sondern du hast auch so einen, wie man sagt, 9-to-5-Day-Job. Seit 1984 arbeite ich im öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen und habe ein paar hundert Titel halt für die Sendung mit der Maus und Sendung mit dem Elefanten produziert. Das geht dann von 10-sekündigen Kurztrailern bis zu 2-3 Minuten komplett animierten Filmen. Das ist ja ein Traumjob für viele. Erklär mal, warum du noch so viel hier machst in SL. Ganz einfach, ich habe einfach relativ viele Interessen und die kriege ich nicht alle unter. Okay, zum Schluss noch ein paar Kommentare zu typischen SL-Klischees. Nummer 1, SL ist die Schmuddelecke des Internets. Du hast 10 Sekunden. Wenn du in der Großstadt rausgeschmissen wärst, du läufst ja auch nicht bei jeder Stadt direkt in die Schmuddelstellen rein. Es sei denn, du suchst die, dann musst du da natürlich hinlaufen, ne? Sehr gut gesagt. Klischee Nummer 2. SL ist der Spielplatz der Amateure. 20 Sekunden, go. Das ist ja sozusagen gnadenlos publikumsabhängig. Wenn du jetzt jeder auftreten darf, dann muss man das halt die Kröte in Anführungszeichen auch schlucken, dass dann eben auch manche machen, die vielleicht noch eine Stunde länger geübt hätten vorher. Und zu guter Letzt, SL ist tot und kann auch mit dem Virtual Reality Hype nicht wiederbelebt werden. 15 Sekunden. Es wird zwar wahrscheinlich so eine Headset-Konkurrenz geben. Ich glaube, dass aber dieser Community-Faktor über dem technisch Machbaren steht. Dass die Leute eher auf einen Avatar gucken wollen, der keinen Schatten hat, aber den sie kennen, als umgekehrt.